Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spiel Puck die Stubenfliege. Remnant 2 natürlich. Ich sehe nur selber aus wie Puck die Stubenfliege, weil ich leider den Doktor gewählt habe und ich bin mir nicht sicher, ob ich damit so glücklich bin. Aber ich weiß, dass der Epi viel Heilung benötigen wird und ich ganz sicher auch. Deswegen hoffen wir mal, dass es eine gute Wahl war. Fort. Du siehst aus, als ob du für alles bereit bist. Also, sollen wir beide herausfinden, was da unten ist? Wenn der Meerspieler da unten ist, dann ja. Wir können los. Das höre ich gerne. Folge mir. Riecht doch immer nach zu Hause. Hier, nimm schon. Einfach kurbeln, dann funktioniert sie. Muss ich jetzt mit der Maus kurbeln? Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse. Ah, sehr schön. Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar Reisen dorthin ermöglichen. Hätten wir also die Steine einfach verstecken und hoffen sollen, dass die Sowjets keine gefunden haben? Nein. Wir mussten alles über sie herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit. Und des Stolzes. Also, ja. Wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen wir gingen, konnten uns nicht folgen. Wir dachten, wir wären sicher. Und doch fand die Saat einen Weg. Danach, nun ja, wir wissen alle, was danach geschah. Abgeschlossen, wie? Nun, das ist mein Haus. Komm, ich habe Alan ein paar Dinge für den Notfall gegeben. Sie muss sie hier irgendwo versteckt haben. Komm schon, Ellie. Wo hast du sie versteckt? Was denn? Schlüssel? Wonach suche ich denn? Ah. Sag mir bitte, das ist zum Wiederbeleben. Das rote Ding. Ja? Wir nennen es Drachenherz. Oh. Frag mich nicht, warum. Nimm es mit. Vielleicht kannst du es brauchen. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass man das wiederverwenden kann und nicht mal nur für einmal. Streichholzschachtel. Questgegenstand. Drachenherz ist ein Relikt. Ja, Moment. Achso, das ist die Taschenlampe. Moment, ich muss nur mal eben gucken, ob man jetzt hier... SPC-Platz wählen. Achso, Space-Platz wählen. Inspizieren, um auszurüsten. Rechte Maustaste. Kann ich aber nicht ausrüsten. Oder ist es ausgerüstet, wenn ich es hier drin habe? Ich bin mir jetzt. Ich denke mal, es ist aus. Ach ja, unten links steht es jetzt drin auf 1. Ah. Da bist du ja. Beeil dich. Streichholzschachtel. Sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Ah. Sehen wir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Entschuldigung. Achso, muss ich nur das Ding anklicken? Was? Ist das der... Der Weltenstein. Ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte.
Nachdem Haskard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Alan damals sagte, das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Ha, natürlich nicht. Egal. Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob was genau funktioniert hat? Was zur Hölle? So viele Jahre. So viele Reisen. Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Geh zurück. Bo soll diesen Ort versiegeln. Er soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Ford? Ford? Ford! Oh Mann. Bo wird echt angepisst sein. Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Clementine? Hey! Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Will ich das überhaupt? Ein Systemausfall droht. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgung ist erforderlich. Beginn der Übernahme. Ja, jetzt bin ich in der Ruhestätte des Suchers und habe immer noch keinen Multiplayer gefunden. Checkpoint verwenden. Das Ausruhen an Checkpoints stellt Munition und Relikte wieder her und bringt im Gegenzug alle normalen Gegner in der Welt zurück. Ja, stimmt, das ist ja ein Souls-like, ne? Was sie sich bei dem Scheiß gedacht haben, das weiß ich bis heute noch nicht. Im Mehrspielermodus belebt das Ausruhen zudem gefallene Verbündete wieder. Alle Spielerinnen müssen den Checkpoint verwenden, um sich daran auszuruhen. Okay. Ja! Ja! Ich glaube, ich kann jemanden einladen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Spiel beitreten. Dann trete ich einem anderen Spiel bei. Kampagnenmodus. Ja. Aber ich will keinem beitreten. Wie komme ich hier wieder raus? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche jetzt mal, den Hippie einzuladen. Kleinen Moment. Alter! Meine Fresse. Ich bin jetzt hier, aber Spiel beitreten will ich ja nicht. Zur Station 13 Nein. zurückkehren? Wo muss ich Nein. denn hin? Mach mal Escape. Mach mal Escape. Dann kommst du ins Menü und da kannst du auf Freunde gehen. Ah, jetzt ist was Neues drin. Dann kannst du auf Freunde gehen und kannst mich einladen.
wahrscheinlich. Du spielst gar kein Remnant. Doch, ich bin heute drin. Ungültige beim Sitzung, Hundi, wie ungültige Sitzung. Einladung verschickt, hä? Was denn jetzt? Ich habe die Einladung verschickt und wir haben eine ungültige Sitzung, wo du beitreten sollst. Erschreck dich aber nicht, wenn du mich siehst. Ich bin Puck die Stubenfliege. Kannst du mir beitreten? Nein, ich krieg gar nichts von dir. Warte mal. Warte mal, ich versuch's nochmal. Schon wieder ungültige Sitzung. Und jetzt wird die Einladung trotzdem wieder verschickt. Ich kann dir nur zuschauen. Ich kann dir nicht. Kann das sein, dass man sich auf Spielesitzungen auf online setzen muss? Ah, nur Freunde habe ich mal. Warte mal, ich habe jetzt nur Freunde gemacht. Du musst deine Sitzung auf oben, Spielesitzung auf nur Freunde machen. Und dann mich nochmal einladen. Ich bin auf Freunde gegangen. Ach, warte mal, Spielsitzung darüber. Auf. Ach so. Du musst auf da drüber nochmal sagen, nur für Freunde. Die Sitzung kann jetzt. Und jetzt muss ich mich einladen. Einladung verschickt. Ah, jetzt kommt was. Wie gesagt, ja, erschreck dich nicht. Möchten Sie öffentlichen zu... Was? Ich will keinen Firewall. Ja, musst zulassen. Ja, du musst es zulassen. Ausreichend Sprint verbraucht. Verbraucht Ausdauer. Ausdauer wird über Zeit wiederhergestellt. Dies war ein Tipp, der gilt aber nicht für alle. Hallo, Fluffy! Hallo, Fluffy! Ich bin Buck, die Stubenfliege. Guten Tag! Ich habe so einen hübschen Charakter gemacht. Und jetzt sehe ich aus wie eine Stubenfliege. Greif sie an! Hallo, Süßer! Hallo! Da ist er. Ja! Ja, komm, komm zu mir! Okay, also, wir sind jetzt heute zusammengekommen, um gemeinsam Monster zu besiegen. Und um ein bisschen zu tanzen und durch den Hund zu rollen. Wenn du mir erstmal erklären würdest, was für ein Teil das hier eigentlich sein soll. Das ist wahrscheinlich so die Mutter der Aliens oder sowas. Das ist die geschlitzte Frau. Die ist doch, die ist aufgeschlitzt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ist irgendwie. Also das hier ist zum Ausruhen. Hier kann man sich ausruhen. Ja, habe ich schon gemacht. Aber das Problem ist, wenn du das machst, dann sind alle Gegner in der Session wieder da. Das habe ich gemacht. Aber ich meine, das ist jetzt eh der Anfang. Aber du musst das, glaube ich, auch nochmal machen, damit das dein Speicherpunkt ist, oder? Ja, ja. Warte auf die restlichen Spiele. Nee, ich muss auf dich warten. Du musst das jetzt mit mir machen. Mach das mit mir. Wieso zusammen? Ach, wir müssen das zusammen verwenden dann, oder wie? Ich hab das doch schon gemacht. Ja. Es brummt bei mir jetzt. So, jetzt bin ich fertig. So, Umgebungskarte. Keine Ahnung, was das heißen soll. Hast du dich verirrt? Nein, wir sind ja noch am Anfang. Ach so, und ja, jetzt muss ich auch die Runde... Fort, Mist. Das Bimo. Wo seid ihr denn? Das ist doch alles wahnsinnig. Der Kristall und Fort. Ich sollte jetzt los, um Clementine zu finden. Warum siehst du eigentlich so scheiße aus mit Warum bist Brille du so und alt? Und wieso redest du mit mir, dass du Clementine finden willst? Ja, weil ich es kann. Ich habe übrigens verschiedene Waffen, aber... Mit wieso X kannst du wählen. Wieso habe ich die denn jetzt? Ja, mit du X? Kannst die aus... Mit X kannst du umwählen. Nee, mit dem Mausrad geht das auch, aber das ist nicht... Ja, ja. Ach, das ist die verbesserte Schrotflinte. Was ist das denn hier? Ah, wenn du einen grünen Kreis auf dem Boden siehst, lauf da rein, dadurch wirst du geheilt. Was ist das hier? Geht nicht, ich kann das nicht interagieren. Kennst du die Lavalampen? Das ist sowas ähnliches, nur in der Zukunft. Also, gehen wir ja. Ich kann es aber auch nicht aktivieren. Oh. Alter, was war das? Geh schon, komm, wir fahren nach unten. Ich will aber nach oben. Hallo? Nee, oben ist, wir sind oben. Hast du auch so ein Drachenherz bekommen? Wir sind jetzt die Drachengeborenen. Hinter dir ist ein Bruder, wollte ich gerade sagen. Aber hilft mir das, da ist nochmal so ein Ding. Womit wir auch nichts machen können. Ist das nicht toll? Wir kriegen ganz viele Teile, mit denen wir nichts machen können. Schöne Grüße übrigens. Ich glaube, es war Barney. Der Epi ist endlich drin. Bei Folge 3 oder so. Welche Tage auch immer noch kommen mögen. Mein Volk, wir stehen zusammen in Asche und Demut. Wir, die Raum und Zeit gemeistert haben, die selbst die Sterne nutzen und die Fäden der Schöpfung wahrnehmen, schwanken jetzt am Abgrund einer Wahrheit, die selbst die Weisesten von uns nicht vorhersehen konnten. Wir finden uns sowohl wichtig als auch unbedeutend.
ist es angesichts dessen, was wir sehen, nicht der Gipfel der Arroganz zu glauben, dass wir es jemals meistern könnten? Wie können wir eine solche Erhabenheit sehen und nicht auf die Knie fallen? Wir sind Zeugen des Kerns aller Dinge, der Verbindung von Zeit und Raum, jedes unzähligen Elements der Schöpfung. Solches Staunen ist immun gegen Verständnis, übernatürlich in seiner Reichweite. Es ist die Egge, durch die alle Realität zerrissen und Neues gesät werden kann. Sie wird uns verschlingen. Und wir werden dankbar sein. Na, woher kennen wir das? Du wirst nichts besitzen und du wirst dankbar dafür sein. Cool. Hier kann man anscheinend nicht draufdrücken. Geh mal da durch die Dinger bist durch. Du dir mal sicher, gucken, dass ob du da. Bei mir, ja, bist du dir sicher, dass mein Tod aufgenommen wird oder muss ich wieder. Nein, du hast alles? Ausschlag. Also ich hab. Warte. Ich hab Ausschlag. Das sieht wichtig aus. Schlüssel des Suchers. Ich muss immer alles nehmen, ja, weil sonst sehen die Leute das nicht. Und du musst immer derjenige sein, der stirbt. Aber, hallo, dann mach doch mal bitte wenigstens I. Dreh dich erstmal um. Aber sie zeigt es den Leuten. Achte da drauf. So. Guck jetzt und zeig das den Leuten. Ja, da steht das Gleiche drin. Einer von fünf Schlüsseln, das stand eben nicht drin. Achso, warte mal, inspizieren. Da kann man nämlich mehr sehen noch. Ja, da kommt quasi das Gleiche raus. Die Taktik kannst halt nicht mehr. Was ist das denn da unten? Ja, das weiß ich ja gerade nicht, deswegen solltest du ja gucken. Guck mal, ich habe auch eine Lampe. Oh. Das war ein Roboter. Oh, ich habe jetzt eine halbautomatische Waffe oder was? Oder war das eine andere? Ruhestätte des Suchers ist hier. Ja, das war unser Ziel. So, dann können wir jetzt zurückgehen. Das habe ich noch nie gesehen. Fertig. Hier ist die Brücke kaputt. Du hast oben schon einen Totenkopf drin stehen als Profilbild. Weiß. Mach Sitz, Fluffy. Mach Sitz. So ist brav. Bravo. Warte mal, ich kann ich mit dem interagieren? Da ist ein Kreis. Aber das heißt, glaube ich, nur, dass wir... Ich hab gesagt, der soll keine Fremden annehmen. Und du bist auch fremd für den. Warte, ich stoß dich da mal eben runter. So. Los. Dann fall ich da selber runter. Müssen wir da runterspringen? Ich bin mir nicht sicher. Können wir uns da runterlassen? Wir werden doch aufgespießt, oder? Geh du mal vor. Hauptsache, der Hund landet unten voll in den Dingern drin. Ich komme hier runter. Unmöglich. Woher kommst du? Wie hast du Nerun gefunden? Du solltest gar nicht existieren. Ich bin Puck, die Stubenfliege. Wieso guckt der dich an? Es geht um mich. Hallo, hier bin ich. Hier. Ja, da musst du auch mit dem interagieren. Kann mal. Ich nicht. Du bist einfach unfähig. Nee, ich kann wirklich nicht. Ich krieg kein E und nix. Nimmt mir hier irgendwas? Wahrscheinlich wird er gleich wütend. Lauf! Nee, ignoriere mich nicht! Red mit mir! Lauf nicht einfach weg, sonst zerstöre ich dich! Sowas in der Art wahrscheinlich. Wie geht's weiter? Fluffy, komm, bei Fuß. Fluffy. Hallo, komm hier hoch. Nein, er hängt. Fluffy. Hallo. Der Hund ist gestorben. Nein. Da ist er, er ist runtergefallen. Oh Gott. Oh, Fluffy. Immer schön bei Fuß. Deine Anwesenheit schafft neue, interessante Möglichkeiten. Ich habe viele Fragen. Ich erkläre dir gerne, wie man Menschen mit Fliegen kreuzt. Suche nach einer weißstrahlenden Kugel, die zum Himmel hochgehalten wird. Dort findest du mich. Wir müssen reden. Nein. Suche nach der weißstrahlenden Kugel. Der da ist mein Freund. Mit dir muss ich nicht reden. Der Roboter kann ruhig mit dir reden. Ja, aber wenn eine männliche Stimme zu einem sagt, wir müssen reden, dann ist das nichts Gutes. Genau, immer draufhalten. Wenn der Epi daneben dazwischen steht, ist nicht so schlimm. Kann ich dich eigentlich umbringen? Drücke Q, um deine primäre... Warte mal, primäre... Du kannst das mich, das habe ich extra nicht gemacht. Wieso sagen die mir das jetzt, damit ich das drücke mit einem Kamm? Du musst mich heilen. Ja. Komm hier hin. Kann man komm dich heilen? Fluffy. Du bist ja noch gar nicht. Fluffy. Der Hund soll auch geheilt Fluffy, werden. Fluffy, komm, lass dich heilen.
Lass dich heilen, Fluffy. Was ist denn meine Fähigkeit? Warte mal. Vor allen Dingen, habt ihr das mitbekommen? Der Ichi nennt ihn jetzt selber Fluffy. Also wenn ihr wollt, dass einer irgendwie einen bestimmten Namen oder sowas macht, ne? Immer den Namen immer wieder benutzen. Irgendwann benutzt er ihn selber. Fluffy, komm, bei Fuß. Oh, man kann hier interagieren, willst du? Ich will, aber ich kann nicht. Ah, jetzt. Ich stelle das Andromeda-Sternensystem 3.5 ein, ja? Hier sind ja auch die Kugeln. Stimmt. Da hat er was von gesagt. Soll ich die abschießen vielleicht? Nein. Das war dumm. Wir müssen. Du weißt schon, dass das ein Souls-like ist. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Das ist irgendwie, kann man da was anklicken oder was? Nö. Das. Ach, ich weiß, was das ist. Oh, man kann die erschießen. Das ist das Leerenpech von Teso. Ja, aber man kann die erschießen. Fluffy! Nein! Fluffy, du bist ein guter Hund bei Fuß! Hier liegt was. Eisen, ich nehm's mal mit. Wieso nimmst du jetzt das Eisen? Ich brauch die Sachen. Weil ich ein bisschen Eisenmangel heute habe. Ich muss Eisen haben. Hallo? Du weißt schon, dass ich extremen Eisenmangel habe. Ja, ich habe nur 20% von dem, was eigentlich, ne? Und du klaust hier einfach mein Eisen. Ja, das nächste Eisen darfst du nehmen. Hier liegt noch. Nee, das ist kein. Liegt ja auch. Kannst du das nehmen? Nee. Ich kann ja gar nicht. Das. Alter! Sag doch wenigstens vorher, wenn du schießt. Oh, ich dachte, jetzt brechen hier sonst was für ich Viecher geschossen. Durch. Unterwegs sind 5, 4, 3. Kommen die jetzt hier durch? Nee, wir sind. Achso, ich dachte schon. Fluffy, schön bei uns bleiben. Das hört sich nicht gut an. Wie kam ich eigentlich auf den dämlichen Namen Fluffy? Keine Ahnung. Und du hast mich damit infiziert. Fluffy, bei Fuß, schnell! Komm her! Nein! Nein! Lass dich einfach runterfallen! Fluffy, deine Foto sehe ich noch. Irgendwas ist hier unten. Zeig da mal. Checkpoint. Da ist ein Checkpoint. Das ist, glaube ich, gut, oder? Ich meine, der ist da unten wahrscheinlich erst auf. Wir sollten Ausschau halten nach einem Turm mit einer weiß strahlenden Kugel. Das ist eine rot strahlende, aber keine Kugel. Nee, wir könnten direkt. Ja, aber lass uns hier erstmal einen Checkpoint nehmen, weil sonst müssen wir nämlich, ne? Das müssen wir, also wenn wir noch nicht gekämpft haben, ist das ganz wichtig. Das Phantom Verbrauchsgüter, die sehen irgendwie leicht pervers warum aus. Warum muss ich warten auf andere Spieler? Ja, wieso kann ich denn. Ja, ich will das alles gar nicht lesen. Ich will einfach nur. Ah, dankeschön. Hat er das jetzt genommen oder nicht? Ja, ja. Ich würde mal sagen. Wieso gehst du da jetzt schon wieder hin? Ja, weil ich mir nicht sicher war, weil du mal. Hallo, wir müssen hier Dune spielen. Guck dich doch mal um. Hallo, so ein weißer Effekt kommt. Da hinten ist eine blaue. Der hat aber gesagt, eine weiße Kugel, oder? Warte mal, hier ist was. Hier kannst du Eisen nehmen. Da ist Eisen. Nimm du mal ein bisschen Eisen. Fluffy, geh mal. Ach, ich kann einfach durch Fluffy durchlaufen. Ja, ich habe ihm gesagt, dass er für dich unsichtbar ist. Da hinten leuchtet auch noch. Ach so, warte mal, da gibt es mehrere von diesen blauen Dingern. Oh! Oh, das sind Gegner! Das sind gar keine. Warum kotzt du? Wieso kotze ich denn jetzt? Wieso kotzt du? Hallo? Warum hast du jetzt gekotzt? Warte, warte, komm mal her. Heil dich mal, du bist ziemlich getroffen. Soll ich die irgendwie. Soll ich auch kotzen? Da kommt der nächste. Nein, ich muss nachladen, scheiße. Ich hab vergessen nachzuladen. Mir ist irgendwie so leicht komisch hier in diesem Gebiet. Ich weiß auch nicht so genau, was das ist. Aber man kann die nicht looten, das ist doch auch schon. Kann man ins Wasser gehen? Ist das hier. Oh oh! Oh! Eieiei! Oh, warum muss ich dabei so schnell wieder nachladen? Oh. Ich glaube, wir sollten vielleicht nicht das Wasser durch. Ja, kann man. Aber du klaust mir alles. Oder nein, ist das da ist primär für uns beide? Ich hab. Ja, ich kann ihn nicht nehmen mehr. Ich bin voll. Da hinten ist was. Kann ich hier drüber springen? Fluffy, warum. Fluffy ist reingesprungen. Hier. Oh!
auch mein Hund. Oh, was? Was ist das jetzt gewesen? Hier oben war übrigens Eisen. Ja, das kann ich nicht nehmen. Kannst du was nehmen? Ja, ich hab's ja schon genommen. Ich hab auch ein Fähigkeits... was? Fähigkeiten, Abwinkzeit. Aha. Habe ich freigeschaltet. Ach, das ist wahrscheinlich was. Habe ich auch. Ja. Hier oben ist nochmal Eisen. Soll ich woher wissen wir eigentlich? Warte mal. Ja, kannst du nehmen, aber dann bleib mal eben stehen. Deswegen habe ich nämlich Puck die Stubenfliege genommen, weil ich dadurch Heilkräfte habe. Ja, hat mein Hund auch, aber nur wenn ich ihn umskille. Ich muss den erst leveln. Dann kann er dich auch heilen. Wenn in der Warte Nähe mal, dahin, geradeaus, das meinen die wahrscheinlich, ne? Aber hier sieht schlecht aus. Warum kotzt du schon wieder? Ich bin vergiftet, danke. Du kotzt schon wieder. Tut mir leid, Fluffy, dass ich deinen Schwanz erwischt habe. Ja. Also hier rüber wird's wahrscheinlich, da hinten. Ja, dadurch ist schlecht. Ich dachte eigentlich meine... Oh! Nein, kannst du den looten? Hier hinten ist wahrscheinlich nicht. Ich dachte, vielleicht bringt er uns, gibt er uns, was ist das? Auch Eisen wieder. Da hinten sind die Viecher nochmal. Nee. Oder? Fluffy, geh mal. Nee. Mach mal. Ach, das hört sich nicht gut an. Geh mal weg da. Vielleicht explodiert das. Das hört sich an wie eine Selbstzerstörung. Hä, was hast du jetzt da aktiviert? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten sind auch noch Viecher. Die kommen gerade. Vielleicht war das Alarmsystem. Die kommen hier rüber, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Die hast du jetzt hier hingeholt. Deswegen hast du gesagt, ich soll dagegen treten. Achtung! Hin? Der Tarnmodus. Ja, kotzt mich an, genau. Hey, das ist doch hier. Das kann man noch wegschieben. Komm mal zurück, hier. Du musst dich heilen. Ja, Moment. Das hält nicht ewig. Wo bist du denn? Da, wo grün ist. Aber irgendwie habe ich auch sowas zum Heilen, ne? Ich glaube, dieses... Aber da kommen noch mehr. Ja, aber ich... Nein, die nicht! Oh, spar dir doch die Munition. Warum? Ich will wissen, was mit denn... Hier ist doch Munition. Ich kann da auch nicht drauf drücken. Aber die kann ich nicht aufnehmen, die Munition hier. Kannst du die noch nehmen? Willst du da noch? Ja, da kotze ich gleich wieder, oder? Bei der Munition. Ja, da in dem Gebiet, ja. Kann das sein? Muss ich da noch mal was machen hier? Ich kann auch nicht hinter... Nee, man kann nicht. Ja, ich habe versucht, drauf zu schießen, aber das geht irgendwie auch kann nicht. Kann das sein, dass das die Aufgabe ist, dass du mehrere von den Dingern finden müssen? Da oben... Links ist auch was im Leuchten. Lauf da jetzt nicht so rein, sonst hast du von links, rechts überall Gegner. Ich will aber da hoch. Ich kann nicht hier hoch, doch. Hinter uns! Von überall, ja. Ich versuch das. Oh, da ist so ein Laserbeamer. Achtung! Oh, fuck! Laserbeamer ist weg. Nein! Wo kam die Stimme her? Die hat gefragt, ob alles okay ist. Irgendeine Stimme. Nee, ist nichts okay. Fluffy sagt, wir sagen einfach Hundi. Hundi sagt auch, dass nichts okay ist hier. Sag einfach Kaka 9. Was, Kaka 9?
Ah, neun. Wie bist du da hochgekommen? Ich kann ja nicht hochklettern. Normal mit Space. Ach, doch. Boah, ey, Mann. Ja, aber das geht nicht immer. Nee, wenn du frei bist, dann ist das zum Ausweichen. Da hinten ist noch was Blaues. Ja, da ist das sind Viecher, da ist ein. Aber wir müssen rechts zu dem Ding, zu dem Turm, denke ich mal. Zu dem da, ja, aber was ist hier? Warte mal hier. Nein, jetzt lauf da nicht rüber, sonst aktivierst du wieder irgendwas. Nein, das ist aber ein Fahrstuhl auch gut, wenn du da nicht hin willst. Weil, woher weißt du, dass wir da hin müssen? Weil er was meinte mit, wir müssen zu der mit der großen Kugel in der Hand. Ja, aber das kann man ja auf dem Weg, kann man ja Sachen mitnehmen. Jetzt haben wir wieder alles ausgelassen. Du willst ja wieder keine Sachen einsammeln. Ja, ich kotze ja auch an die Teike. Ja, du bist ja halt zum Kotzen, bist du. Oh. Über dir! Was, über wem? Über... Och, lass die doch mal in Ruhe. Nein, die haben aber meinen Hund angegriffen. Und sie nicht? Doch. Hier ist nochmal so ein Ding. Ich habe keine Munition mehr. Auch nicht? Also ich muss nachladen. F dich! Ey, ich weiche doch schon die ganze Zeit aus. Hab ihn. Ihr habt das Ding aktiviert hier. Aber ich brauche Munition. Ich habe einen Schlüssel eingesammelt hier oben. Lag überall. Jetzt kann ich es nicht mehr aufheben. Also das habe ich aktiviert hier. Das ist auch so ein Sarg hier wie eben. Das hier, aber hier kann ich nicht aktivieren. Nee. Aber hier hinten ist noch Eisen. Hier liegt noch was. Hier. Was na, ist das? Danke. Nee. Was? Nee, ich hab's nicht genommen. Altmetall brauche ich natürlich. Ach, man braucht nur drüber laufen. Du hast mich da reingeschoben. Da hinten rechts was? Sind auch wieder welche von den Viechern hier. Warte mal, Checkpoint ist hier rechts. Ja, warte. Wo bist du denn jetzt hin? Achso, den muss ich nicht anfassen? Doch. Ja, dann warte doch mal. Guck die Stubenfliege zu ihren Diensten, so. Sieh, jetzt packen wir es beide an. Eben hat er das nicht so gemacht. Doch, eben waren es auch beide. Und wir sollten Problem nicht ist in jetzt die sind Richtung die Viecher. Die Viecher sind jetzt alle wieder da. Ja. Aber was bringt uns das, wenn wir den Checkpoint nicht aktivieren? Hier ist was. Bringt uns dann keinen Checkpoint? Das ist grün. Warum redet der so komisch? Das hört sich nicht gut an. Hallo, was war das? Du hast da was rausgeholt. Ein bisschen Altmetall. Hallo, ja. Hallo, Meister. Ich bin Puck, die Stubenfliege. Meister. Entgegen aller Vorhersagen stehst du vor mir. Lebendig und atmend. Eine existierende Unmöglichkeit. Die Sucher hätten bei deinem Anblick geweint. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin mit Fluffy und meinem Freund hergekommen. Das schwebende Ding sagte, ich sollte herkommen. Nee, ich bin durch den riesigen roten Kristall gereist. Faszinierend. Wäre ich nicht anderweitig beschäftigt, dann würde ich diesem Phänomen sicher nachgehen. Leider erlebe nur noch ich deine Ankunft. Du kannst nicht begreifen, was für einen unumkehrbaren Einfluss deine Anwesenheit auf die Drusier gehabt hätte. Es ist allerdings zum Wohl der Drusier, dass ich meine Aufmerksamkeit widerstrebend umleite. Ich benötige deine Hilfe, um diese Welt zu retten. Um Nerut und alle Drusier zu retten. Vor was musst du sie retten? Vor der Entropie. Ich bin der Bewahrer.
Mir ist die Führung dieses Schiffs und seiner Leute übertragen worden. Es ist meine Aufgabe, volle Kontrolle über Neruts Funktionen zu erhalten. Warte, du sagtest Welt und jetzt sagst du Schiff? Beide sind ein und dasselbe. Nerut ist ein Konstrukt. Eine Welt, die nicht aus Stein, sondern durch die Wissenschaft entstand. Ich kontrolliere Nerut vollständig. Außer einer Sache, dem Kern. Die Sucher haben ihn in ihrem Turm versteckt. Die Sucher sind fort, aber ihre Schlüssel blieben hier. Du musst diese Schlüssel finden und ihren Turm betreten. Im Turm angekommen, musst du den Kern abschalten. Dann kann ich tun, was nötig ist. Nur so kann Nerut gerettet werden. Ich hätte da ein paar Fragen. Ich werde so gut ich kann antworten. Ich suche jemanden wie mich. Hast du sie gesehen? Du bist die erste und einzige Lebensform deiner Art, die ich getroffen habe. Wenn es andere wie dich gibt, dann weiß ich nicht von ihnen. Was hat es mit diesem Ort auf sich? Dies ist Nerut, die Heimat und das stellare Gefährt der einst großen Drisir. Es wurde geschaffen, um anderes Leben im Universum zu finden. Leider konnte es nichts finden, bis du gekommen bist. Natürlich. Unsere Reise brachte uns hierher, ins Zentrum des Universums. Die Drisir studierten dieses Phänomen für viele Jahre. In seinem Inneren fanden sie die Geheimnisse der Schöpfung. Natürlich wollten die Drisir das Phänomen betreten und gewissermaßen ihre Schöpferin treffen. Leider erwies sich das als viel gefährlicher als zuvor kalkuliert. Meine nächste Frage: Warum rempelt Epi mich die ganze Zeit an, wenn ich mit dir spreche? Warum brauchst du Zugriff auf den Kern? Über den Kern erhalte ich Zugriff auf die Steuerung des Schiffes. Nur so kann ich die Drisir retten. Wie wird die Kontrolle über das Schiff helfen, sie zu retten? Wenn ich die Kontrolle über das Schiff habe, kann ich in Alepsis Taura hineinspringen. Ich habe jede Berechnung durchgeführt. Und dies ist der einzige logische Weg, um die Drisir zu retten. Was ist den Drisir widerfahren? Das ist eine tragische Geschichte. Aber ich werde mich fügen. Die Drisir wollten Alepsis Taura retten. Es war der einzige Weg, der ihnen blieb, um sich das nötige Wissen anzueignen. Sie gingen dabei nicht blind vor. Sie wussten von dem Risiko, aber alle Berechnungen ergaben, dass ein Erfolg sehr wahrscheinlich war. Was dann tatsächlich mit den Drisir geschah, war unerwartet. Bevor Nerut eintrat, brannten die Sterne noch. Aber die Zeit vergeht langsam innerhalb von Alepsis Taura. Nur ein Jahrhundert war für Nerut vergangen. Außerhalb starb das Universum seinen langen, langsamen Tod. Warum denkst du, dass erneut hineinzuspringen dieses Mal besser sein wird? Es gibt keine andere Handlungsoption. Im Universum existiert nichts mehr außer Nerut und Alepsis Taura. Wenn die Drisir überhaupt gerettet werden können, dann am Sitz der Schöpfung. Was ist überhaupt Alepsis Taura? Alepsis Taura ist ein supermassereiches schwarzes Loch. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und du möchtest das Raumschiff hineinsenden? Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber meine Berechnungen sind fehlerfrei. Das ist die einzige logische Handlungsoption und der einzige Weg, die Drisir zu retten. Ich sollte mich auf den Weg machen. Neruts Schicksal liegt in deinen Händen. Ja, da geht dahin der Epi und das ist unser Schicksal. Aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen ganz schnellen Cut machen, weil die Folge doch sehr lang geworden ist bisher und dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.